Red Deutsch, du Neger. Wir kriegen sie und wir werden der Sache nachgehen. Halt besser dein unqualifiziertes Maul. Wenn so ein Hate Speech-Täter einmal ein strafrechtliches Verfahren durchlaufen hat, kommt er in aller Regel kein zweites Mal. Ich wünsche euch, dass ihr alle bei einem Unfall ums Leben kommt. Da muss man was dagegen tun und was immer wir als Bayern München dagegen tun können, das tun wir auch. Betroffen sind nicht nur Spieler des FC Bayern. Ob sie oder der Leipziger Benjamin Henrichs, viele machen Erfahrungen, die oft harmlos beginnen. Bei dem mangelnden Fußballtalent ist Hopfen und Malz verloren. Aber dafür klappt's bisher ganz gut. Sollte sich normale Frisur zulegen. Wieso? Gefällt dir die Frisur nicht? Der Goretzka ist völlig überschätzt. Deswegen spiele ich ja auch nicht alleine. Das Lächeln ist dem ehemaligen Augsburger Andreas Lute vergangen angesichts seiner Erlebnisse im Trikot des ersten FC Kaiserslautern vor knapp 4 Monaten. Nach dem 3:1-Sieg seiner Mannschaft bei Hannover 96 wird der Torhüter mit dem Team von den mitgereisten Fans gefeiert. Doch Anhänger des Gegners reagieren auf ihre Art. Bekomme ganz widerliche Nachrichten von Hannover 96-Fans. Wusste gar nicht, dass Familien den Tod zu wünschen so in Mode geraten ist. Der Trend ist an mir vorbeigegangen. In dem Fall ist es halt die Familie von einem Fußballtorwart. Aber es geht ja weiter. Ne? Dann an einem anderen Tag sind es Frauen oder Menschen mit Migrationshintergrund. Das sind halt Themen, die einfach nicht gehen. Themen auch für die Generalstaatsanwaltschaft. Als erste Hate Speech-Beauftragte der bayerischen Justiz will Theresa Ott Empfängern entsprechender Kommentare den Rücken stärken. Hate Speech muss man nicht aushalten, musste man nicht und wird man nicht müssen, weil diese Hasskommentare Straftaten erfüllen und die unterfallen deswegen nicht der Meinungsfreiheit und keiner muss das aushalten. Halt besser dein unqualifiziertes Maul. Bei Goretzka wird mir schlecht. Möge euer Teambus brennen. Ihr Hurensöhne, was ist mit Deutschland los? Alle Spieler sind schwarz. Früher war es mir Samir. Heute nur noch Ausländer. Heute nur noch Ausländer. Ihr Schwuchtel. Ich spucke auf euch, ihr Missgeburten. Fick dein Leben, du egoistischer Bastard. Ich wünsche euch, dass ihr alle bei einem Unfall ums Leben kommt, ihr Wichser. Grundsätzlich finde ich jede Aktion begrüßenswert, nicht zuletzt auch wegen der großen Reichweite, die der FC Bayern hat. Aber ich würde mir eben auch wünschen, dass es nicht nur solche Aktionen gibt, sondern dass uns die Taten auch wirklich zur Kenntnis gebracht werden, weil dann nur dann können wir die Täter auch mit ihrem Tun konfrontieren. Und die letzten Jahre haben schon auch gezeigt, wenn so ein Hate Speech-Täter einmal ein strafrechtliches Verfahren durchlaufen hat, kommt er in aller Regel kein zweites Mal. Ein Beispiel dafür ist im politischen Alltag des Berliner Bundestags zu finden. So stellt Agnes Strack-Zimmermann im Monat 250 Anzeigen gegen Verfasser von Hasskommentaren. Die 65-Jährige wünscht sich nicht nur in ihrem Bereich ein härteres Durchgreifen. Auf der einen Seite lieben die Menschen tolle Sportler, auf der anderen Seite, warum auch immer, lehnen sie sie ab. Sei es, dass sie anders aussehen, dass sie unter Umständen die sportliche Leistung nicht abgerufen haben, die sie sonst haben. Aber diese vermeintliche Anonymität im Netz müssen wir auch aufbrechen. Vor allen Dingen, weil viele nicht ihren Klarnamen sagen, nennen sich dann Mickey Mouse oder Donald Duck. Aber man kriegt natürlich raus, wer dahinter steht. Und das muss jeder wissen. Wir kriegen sie und wir werden der Sache nachgehen. Der Bayerische Rundfunk in München-Freimann, die Heimat der Sportredaktion. Ein großer Bestandteil der täglichen Arbeit ist das sogenannte Community-Management, der Austausch mit dem Publikum. Auch hier wird der Umgangston zunehmend rauer, besonders wenn es um bestimmte Themen geht. Vor allem im Fußball natürlich, wenn da rivalisierende Fanlager dann auftauchen. Vor allem geht es um die Münchner Vereine, Bayern und 60. Da gibt es immer sehr viel Hass und feindliche Kommentare, aber auch Themenbereiche wie Frauenfußball oder Spieler mit Migrationshintergrund. Wir versuchen mit denjenigen in Kontakt zu kommen, die in ihren schriftlichen Äußerungen besonders negativ auffallen, schreiben sie an und hoffen auf ein Gespräch. Doch wie zu vermuten, keiner reagiert auf unsere Anfrage. Benjamin Henrichs, eingewechselt bei Leipzig-Sieg gegen die Bayern, ist da erfolgreicher. Es beginnt an einem Abend in Leipzig, als er nach dem siegreichen DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Borussia Dortmund wieder auf sein Handy schaut. Wir haben heute 2-0 im Pokal gewonnen gegen Dortmund und ich zeige euch jetzt mal, wie so meine DMs aussehen nach so einem Sieg im Pokal. Viel Spaß! Als es nach seinem Treffer im Halbfinale gegen Freiburg mit den Beschimpfungen weitergeht, recherchiert er von einem der Hater kurzerhand die Telefonnummer und hat den Vater zu Hause am Telefon. Habe ich ihm vorgelegt, die Nachricht, er war geschockt. Und das Problem ist, der Vater hat sich richtig geschämt für seinen Sohn. Der hat sich
20 Mal entschuldigt. Er hat gesagt, es tut mir leid, ich weiß nicht, warum der das macht. Ich habe den Sohn nicht erzogen und sonst was. Krank. Der Sohn, er hat den Sohn von der Schule abgeholt und der Sohn hat mich dann angerufen. Entschuldigt und alles? Es tut mir leid, es war nicht so gemeint. Und dann habe ich gesagt, schämst du dich nicht? Du hast, dein Vater hat sich für dich entschuldigt, dein Vater schämt sich für dein Verhalten. Ein Verhalten, für das es bei allen verständlichen Emotionen keine Entschuldigung geben sollte. Das Internet ist ein öffentlicher Raum. Und wer bedroht, beleidigt, der muss mit den Konsequenzen rechnen. Und deswegen würde ich wirklich an die Leute appellieren, nicht weiter scrollen, sondern tatsächlich die Kommentare melden. Wir haben diese niedrigschwelligen Anzeigemöglichkeiten geschaffen, zum Beispiel auch in einer Kooperation mit der Meldestelle Respect, wo man die Taten wirklich ganz einfach zur Kenntnis der Strafverfolgungsbehörden bringen kann. Am besten wäre es aber, jeden Spieler auch als Mensch zu sehen. Wenn sowas geschickt wird, weißt du ja nie, wie es auf der anderen Seite ankommt. Also beim anderen kannst du ja wirklich auch was auslösen und deswegen halte ich das für so gefährlich. Das sagen auch unsere Spieler, wenn man mit denen spricht, die sehen das genauso und haben da einen sehr feinen Sensor dafür und deswegen unterstützen wir uns. Mit einem Spot, der den ein oder anderen vielleicht zum Nachdenken anregt.